Ich habe mir was Neues für heute überlegt, nämlich Only Up. Das ist ja scheinbar der heiße Scheiß im Moment. Und ja, ich würde auch mal sagen, wir springen direkt ins Spiel rein. Und ja, gucken uns das erstmal an. Ich habe gerade mal geguckt, Settings gibt es nicht wirklich viele. Man kann ja irgendwie nur zwischen diesen Sprachen. Russisch ist jetzt gerade nicht so gut. Wenn jetzt einer von euch sagt, ja, der Junge spricht doch Japanisch. Nee. Machen wir nicht. Das heißt, wir bleiben bei Englisch. Aber was ich schon mal richtig geil finde, guck mal, hier hängt so ein Glücksbringer. Hier so eine Winkelkatze. Das muss ich euch vielleicht zeigen. So. Guck mal, wenn das jetzt nicht passt. Aber wie Arsch auf Eimer. Ich habe nämlich auch so eine Katze. Die kommt aus dem Tempel mit den 1 Million Katzen. Kann ich mal bei Bedarf ein paar Fotos zeigen. Auf jeden Fall hier. Und wenn das nicht der passende Glücksbringer ist, dann weiß ich auch nicht. Damit kann es doch eigentlich jetzt nur gut werden. So, dann machen wir mal Play. Wie gesagt, ich habe nicht so richtig Ahnung, was uns erwartet. Ich weiß, Only Up, der Name sagt es schon. Wir müssen da hoch. Das kommt ja so ein bisschen aus Oh, don't diesem. look up. We need to get to the top. I'm sure we'll make it. I wonder what awaits us there. The unknown is frightening. Choose the mask. Ja, das hier natürlich. Night Mode soon. Okay. Good luck. Okay. Hier geht's zum Start. Nee. Hier geht's zum Start. Elevator. Mal kurz. Start. Hallo, kann man mit dir reden? Nein. Ersten 30 Sekunden bin ich schon völlig überfordert. So. It's very hard to make a choice when you don't know where it will lead. Das ist wohl korrekt. Rechts oder links? Aber wenn wir jetzt links lang gehen, nur da hinten auf dem Rohr. Ey, ich glaube gar nicht, wie angespannt ich bin. Ich krampf mir hier ein ab. Aber doch. Ja, was ich eigentlich vorhin sagen wollte, ist ja so ein bisschen dieser Tradition von so Getting Over It oder so. Da war das ja genauso ein Gefrickel. Ja.
Ach, guck mal, wir müssen dahin. Da, diesen Zwirbel-Dings. So, Bananenboss, hallo. Ja, schön, dass du am frühen Morgen dabei bist. Ich habe mich schon mal direkt hier verlaufen. Wie kommen wir denn da hin? Ja, guck mal, ich hätte, glaube ich, einen ganz anderen Weg gehen sollen. Da irgendwie in der Mitte lang. Dann wäre man nämlich da oben gewesen. Und dann hätte man da hinten hochgekonnt. Uiuiui. Ja, was machen wir denn jetzt? Ah, warte mal. Ich könnte mir vorstellen, dass es Sinn macht, auf dieses Rohr zu springen. Ja, gut, komm. Nein! Ja! Okay, hier wollte ich hin. Boah. Ich bin richtig am Schwitzen. Uiuiui. Ich bräuchte auch eigentlich so einen Counter, wie oft ich schon runtergefallen bin. Na komm. Das Krasse ist, ich habe ja Höhenangst. Und es ist wirklich manchmal so, wenn ich in so Videospielen an so Kanten stehe oder so, da macht mich das richtig pickerig. Komme ich hier nicht rüber? Doch. Oh. So, dann gehen wir mal hier rüber. Nee, ne? Ich glaube, wir sind hier immer noch falsch. Hä, wie komme ich denn da hin? Oh Gott, jetzt wäre ich fast noch hier abgerutscht. Ah, gucke mal. Und jetzt, glaube ich. Auf dieses Rohr hier runter. Aber ich sehe das aber auch nicht so richtig. Ah, warte mal, so. Ha. Na gut. Die Sonne, ne? Ich hoffe, dass ich überhaupt richtig bin jetzt. Das ist zumindest der höchste Punkt, den wir bis jetzt hatten. Er ist doch immer noch nicht richtig. Sind da auf dieses
Rohr in der Mitte. Ich check das nicht. Ach, guck mal da. Hätte man da hochgemusst? Aber ich sagen, versuchen wir es als nächstes. Hui. Ha, sehr gut. So. Warte mal, jetzt rechts oben, glaube ich. So, das sieht doch gut aus. Das Problem ist, wenn ich jetzt runterfalle, ne? Ich habe keinen Plan, wie ich hier wieder hinkomme. Aber vielleicht einfach nur mal zur Sicherheit gehe ich mal hier hin und guck mir das noch mal an. So, wie sind wir denn hier gelaufen? Das ist dieses Rohr in der Mitte gewesen. Nee, das sehe ich von hier leider auch nicht richtig. Ja gut, kann ich nicht ändern. Wir dürfen einfach nicht runterfallen. Gar kein Problem. So. Wahrscheinlich gibt es schon irgendwie einen Speedrun, der in 5 Minuten oben ist. Nein. Aber man muss sagen, zum Glück hält er sich relativ gut auf diesen Plattformen. Oh, ich sehe wieder nichts. Sehe nichts. Sehe nichts. So. Also er rutscht jetzt nicht irgendwie großartig ab oder so. Ui, ui. So, einmal den Ausblick genießen. Was haben die sich denn hier auch zusammengebaut? So. There is something strange going on with this world. Ja, das glaube ich aber auch. There has always been something wrong with it. What everyone clung to, the stability, has been shaken. Maybe this is a chance for me. Ja. Okay. Warum ist... Oh nein! What? Oh. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe eher gedacht, dass man vielleicht einen kleinen Safe-Punkt hat oder so. The railroad was opened here 120 years ago. My grandfather worked here. I often went to see him. My grandfather worked here for 60 years and then he died. Okay. He worked here and then he died. That's
That's the whole story. Aha, okay. Na, dreh dich! Na gut. Ich meine, hier ist jetzt ja eigentlich nicht so schlimm, wenn ich jetzt hier runterfalle. Landen wir ja gut. Das ist doch kein Problem. So. Nein, halt dich fest! Okay. Ja. Warte mal. Geht's jetzt weiter? Hier? Na komm. Wir müssen doch einmal. Wir müssen doch da diese Schienen da hoch. Na gut, komm, wir gehen mal hier lang. Höchste Konzentration, einfach nur beim geradeauslaufen. Ich weiß nicht, ob das klug ist. Ah, doch, 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 passt noch, passt noch. Rechts, rechts. Oh Gott. From here you have a great view of the favelas. This is where everyone lives in poverty, which is hard to get out of. Bitte auch jetzt wieder rechts bleiben. This is where my whole life and the lives of my goddamn parents have been. Okay, okay, okay. Na gut, ich kann ja hier sowieso nichts machen. Bitte weiter links. Rechts? Links? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich kann es eh nicht beeinflussen. Ja. Für einen Menschen mit Höhenangst ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Aber es geht. Ich check nur gerade nicht, ob ich jetzt hier irgendwas machen muss oder ob ich einfach warte bis... Nee, scheinbar kommen wir einfach gut da oben an jetzt. Oh, Leute. Ja, ich bin teilweise richtig am Zittern. Oh, okay, angekommen. Your destiny and life is there. You have to see Cappy. Wie krass ich am Schwitzen bin. Get a job in the favelas and live there. There are many like you. You have to be with them and not stand out. Aha. You won't make it. You're a weak kid. Go back to the favelas. Your friends are there. Your destiny and life is there. Aha. You have to seek happiness there. Get a job in the favelas and live there. Okay, das soll wahrscheinlich so ein bisschen darauf anspielen, dass die meisten Leute da in diesen Favelas leben. Und dass ihnen eingeredet wird, das wäre richtig so. Und sie müssten gefälligst da bleiben. Aber nein, der kleine Junge. Ist ein Junge, oder? Ja. Der kleine Junge möchte aber hoch hinaus. Auch im übertragenen Sinne. Ja. Hui. Ey, vor allem, ich sag mal, noch geht das hier, ne? Ich habe irgendwie die Befürchtung, dass das da oben nochmal richtig knifflig wird. Und wenn wir dann runterfallen, dann krieg ich einen Herzinfarkt. Oh, oh. Na? Boah. Ja, jetzt muss man nämlich auch schon mal ein bisschen springen und so.
wo man dann gegebenenfalls auch mal einfach runterfällt. Oh Gott. To get to the new one, you first have to make a jump and get off the ground, not knowing what the future holds. Ach, guck mal, das ist auch so ein bisschen hier. Da hinten ist die luxuriöse Stadt. Dann haben sie eine riesen Mauer gebaut und davor sind diese gammeligen Favelas. So, jetzt müssen wir mal gucken. Bleiben wir hier oben oder gehen wir da runter? Ich glaube, das ist egal. Aber ich springe hier runter. Aber wir müssen aber echt aufpassen. Hier sind immer Lücken. Ja, halt dich fest. Ui, geschafft. Fast abgestürzt. Weiß nicht, vorhin kam auch mal zwischendurch ein bisschen Musik. War dann aber schnell wieder weg. Weil das würde, glaube ich, dem Spiel schon ganz gut tun. Jetzt weiß ich wieder nicht, müssen wir... Ach nee, warte mal, wir müssen... müssen hier auf diesen Zug... So. Sehr gut. Das Gute ist, dass er sich wirklich auch an diesen Klippen gut festhält. Ich glaube, sonst wäre es hier nicht machbar. Da wird es ja wahnsinnig werden. What? Du musst da rüberspringen, oder? Nein! Oh. Muss mal kurz einen Schluck trinken. War ja schon wieder so knapp. Das machen die doch extra. Damit Leute wie ich hier fast vor Angst sterben. Der wird jetzt schon wieder fast abgeschmiert. Voilà. Keep out. Vielen Dank fürs Folgen. Miniminer 2. I'm here for emotional support. Ja. Gibt es bestimmt. Also, du möchtest emotional support oder du gibst emotional support? Oh. Kommen wir da hoch? Das ist doch eine Leiter hier. Nein, komm hier nicht hoch. Komm ich da unten drunter her? Ich komme nicht mehr hoch. My father worked here as a driller, and he always smelled of fuel oil. I was afraid of him and hoped that one day he wouldn't come back from work. He drank a lot and often beat my mother and me, but that's in the past. You'll never make it to the top. You'll never make it. You'll never make it. You'll never make it. Oh, I'm still scared of him. Irgendwie, ich hatte eigentlich einen anderen Plan. Ich wollte da hinten irgendwie rum. Jetzt muss ich aber hier rum. Ich glaube, ich komme da nicht mehr. Komme da nicht mehr zurück. Oh, Leute. Ich will nicht über das dünne Rohr.
Ich weiß nicht mal, ob das richtig ist, wenn wir jetzt da hinten ankommen. Uiuiui. Guck mal, könnte auch hier über die Fässer. Meine linke Hand, ne? Ja, das ist eine gute Frage. Was musst du eigentlich machen? Also, es geht einfach darum, bis nach ganz oben zu kommen. Also, eigentlich, man muss gar nichts machen. Man muss einfach nur hochklettern. Man hat ganz unten angefangen. Ich gehe mal kurz hier so ein bisschen an den Rand. So, also wirklich da unten, alles, was man da so sieht, quasi. Ja, nicht alles, aber... Und im Idealfall nicht runterfallen. Das ist so ein bisschen wie Getting Over It. Wo es einfach nur darum ging, halt da hochzukommen. Nee, ne? Ey, das schaffe ich nicht. Warte mal, wir nehmen dieses Rohr da auf der anderen Seite. Da diese Fässer, das hätte ich nicht geschafft. So, und im Idealfall, das ist so Nebenquest, kriegt man keinen Herzinfarkt. Ja, wenn man hier nämlich runterguckt, wenn man jetzt runterfällt, landet man entweder ganz unten oder wenn man Glück hat, irgendwo auf so einer Ebene, auf der man dann schon mal war und dann kann man von da aus wieder von vorne machen. Da hätte ich rüberspringen sollen. Das wäre besser gewesen, anstatt jetzt hier. Bitte. Ich vermisse wirklich ein bisschen Musik. Das wäre tatsächlich ganz gut. Das würde das dann nicht so eintönig machen. Ah, Leute. Nein, nein. Okay. So. Das Problem ist, dass ich nicht mal weiß, ob das ansatzweise richtig ist. Weil es gibt auch keinen direkt vorgefertigten Weg. Man muss sich das so ein bisschen selber suchen. Ich vermute mal da auf dieses Rohr da. Und es ist tatsächlich, also für Leute mit Höhenangst wie mir, ist das hier tatsächlich ein bisschen wahrscheinlich nochmal extra anstrengender. Ey, da komme ich nicht hoch. Schafft er doch gar nicht. Doch. Oh, okay. Boah. So. Ich würde mal sagen, ich glaube, wir müssen über dieses Rohr da. Some say that soon no one will need oil, but it is unlikely to happen sooner than in 20 to 30 years. And meanwhile, oil is still a resource that people kill for. Ja. Ah, ich töte hier auch gleich. Was sind das für Ecken? Haben wir wieder ein bisschen Musik. Wie hoch das da geht. Boah, ey.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich das nochmal mache, wenn ich hier runterfalle. Das ist ja eigentlich der Witz an der Sache, dass man das immer wieder versuchen muss. Warte mal. Wo geht das denn jetzt weiter? Nee, ne. Das. Willst du mich flachsen? Halt erst auf die andere Seite? Ne, ich glaube, wir müssen darüber. Nein! Oh, okay. Geschafft. Ich glaube, bei keinem anderen Spiel muss ich mich bis jetzt so krass konzentrieren. Ja, hier, keine Ahnung. Kann man da drauf? Ich meine, das sieht doch eher so aus, als wenn er da abrutschen würde. Aber ich glaube, das muss. Weil, guck mal, da oben sind doch die anderen Stangen, die wir dann lang müssen. Also. Na? Wow. Okay, er hat sich festgehalten. Zum Glück. Haha. Hier ist jetzt schon wieder mit ein bisschen Anlauf. Okay. Sehr gut. Oh, echt zwischendurch ein bisschen Pause. Boah, wie soll ich denn den Sprung schaffen? Ich weiß auch nicht, mit Anlauf oder ohne Anlauf. Nein, nein! Oh. Oh. Ui, war das knapp. Hä? Nee, das sehen wir nicht richtig. Achso, wir müssen erst hier hoch. Ja, ja. Mhm. Oh, okay. 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 Ich glaube, wir haben jetzt so eine Passage wieder geschafft. Ein bisschen. Warte mal. Nee, wir müssen ja gar nicht zu der Fabrik. Wir müssen ja hier das Rohr hoch. Oh nee. Okay, so. Na. Ich würde... Naja doch, ich glaube, wir müssen hier lang. Weiß nicht, sieht man das, dass ich so zitter? Das ist schon heftig. Nein! Oh Gott. Oh nee, jetzt müssen wir einfach hier so random Sprünge ins Freie machen. Das ist ja wohl... Keine Ahnung, wie mache ich denn das? Okay. Er hat sich dann zumindest so gut an der Kante jetzt festgehalten. Okay. Okay.
So, kannst du kannst mir nicht erzählen, dass jetzt dieses Kabel hier lang laufen muss. Und mal, gibt es einen anderen Weg? Aber da hätte ich ja schon den von. Hätte ich ja schon da lang gekonnt. Ich weiß nicht, ob das richtig ist mit dem Kabel. Nein, ist es nicht. Nein! Oh. So, wo sind wir? Okay. Ja, dann gucken, macht es Sinn, wenn wir mal hier lang gehen? Mal den anderen Weg lang laufen? Hier hätte ich doch zu der Fabrik gemusst. Ah, ich hab's noch gesagt. Das sah nicht so aus, als ob man da auf diesem Seil laufen könnte. Aber ich habe keinen anderen Weg gesehen. Jetzt hängt er auch schon wieder hier. Ich denke mal, dass man hier nicht lang soll. Oh, komm, wir testen das jetzt. Wir sind ja eh jetzt einmal runter. Nein, hier ist eine unsichtbare Wand. Okay, das finde ich aber fies. Also unsichtbare Wände. Na gut. Gehen wir wieder hier lang. Hat ja letztes Mal gut funktioniert. Ach nee, was? Ja, stimmt, wir sind. Nee. Bin noch nicht über diese. Bin ich doch? Bin ich über die Fässer gegangen? Nee, ich bin da. Ich bin da, glaube ich, auf der anderen Seite lang. Warte mal, wir gehen erstmal hier geradeaus. Mal gucken, was hier kommt. Ich glaube, wir sind hier letztes Mal auch lang gelaufen. Dann bin ich hier lang. Da können wir mal gucken, ob man. Nee. Da kommt man nicht. Doch. Nee, aber da wieder nicht. Mal schauen. Sieht so aus, als wenn es da so viel gäbe, aber auf der anderen Seite kann man irgendwie da gar nicht hin. Sieht auch nicht so aus, als ob das was bringen würde. Boah, warum ruckelt der denn so? So. Komm, wir machen jetzt schon mal ein bisschen schneller. Schon mal ein bisschen mutiger. Oh. Okay, nicht zu mutig. Kommt mir doch hier bekannt vor. Hier war ich doch schon mal. So. Komm. So. So, aber diesmal müssen wir irgendwie einen anderen Weg finden. Weil das hat ja nicht funktioniert. Dann sind wir irgendwie falsch abgebogen oder so. Nein, ey, hoffentlich schaffen wir es überhaupt. Hier waren ja so ein paar Stellen, wo ich sowieso schon fast runtergefallen wäre. Ah, ne, geht nicht. Ist hier überdacht.
Ja, das. Ich weiß es wirklich nicht. Nein! Nein! Oh Gott, wir sind noch tiefer als vorher. Oh, das war's. Ach Gott. Ey, oh, wir glitschen immer noch. Oh. You won't make it. You're a Ach. weak kid. Go back to the favela. You won't make it. Das ist auch sehr fies. Man landet hier gerade und dann quatscht einen der olle Elefant an. You won't make it. Unhöflicher Elefant. Na komm. Nein, nein. Ui. Ja, jetzt natürlich ein bisschen. Jetzt habe ich so ein bisschen Frust. Jetzt beeilt man sich eher so. Da passieren natürlich noch einfacher Fehler. Noch schneller. So. Mal hier war egal. Ah doch, wir müssen aber immer über die Löcher springen. Glaube ich. Ja. So. Jump. Okay. Ey, ich weiß gar nicht, wie tief wir gefallen sind, was wir jetzt alles nochmal machen müssen. Das ist so krass, ne? Ich kann mich schon an die Hälfte hiervon gar nicht mehr erinnern. So, warte mal, das weiß ich noch. Am Ende kommt ein Sprung. Oh. Ja, und hier sind wir vorhin dran vorbeigeglitscht. Ui. Nein! Oh. Oh, jetzt sind wir wieder hier. Jetzt sind wir wieder hier. Bei dem Öl. Ölfabrik. Ach Gott. Ey, nochmal mache ich das aber nicht. So, geschafft. Hier springen wir wieder rüber, würde ich sagen. Den Weg, das schaffe ich nicht. Macht auch, glaube ich, keinen Sinn. Okay. Sowas geht mittlerweile. Das ist nicht so schlimm. Ich glaube, das größte Problem ist wirklich, dass ich da oben wirklich einfach nicht weiß, wie es weitergeht. Muss da ja irgendwas übersehen haben. So, jetzt mal wieder hier. Huch. So.
Ach, hier sind wir runtergefallen. Ja, da ist jetzt die Frage, macht das Sinn, hier rüber zu springen oder diesen Weg zu gehen? Aber ich bin doch letztes Mal auch hier rüber gesprungen, oder nicht? So, aber ab hier ist ja schon die Frage, ob wir überhaupt richtig sind. Weil. Na gut, aber ich sehe halt keinen anderen Weg. So. So. Ah, warte mal. Nee, ne. Okay. Aber es geht ja hier nicht weiter. Weil wir können mal hier zu dem netten Herrn mal laufen. Ah, wobei, warte mal, guck mal. Ne, unsichtbare Wand. Warte mal. Gehen wir ja doch jetzt einen anderen Weg. Nee, aber wir haben da oben gleich wieder das gleiche Problem, dass ich nicht weiß. Dass ich nicht weiß, wohin. Hab ich da irgendwas übersehen? So. Ach, warte. Nee. Ja doch, und diese Kabel sind, das sind keine echten Kabel. Da kann man nicht drauf laufen. Da bin ich durchgefallen. Was meinen jetzt? Ich kann auch auf diese Plattform. Weil er kann doch nicht bis zu diesem. Ah, warte mal, die da habe ich gar nicht gesehen. Guck mal, die Kleine da. Nee, aber so, kann der so weit springen? Alter Vater! Oh. Okay. Ich habe irgendwie letztes Mal diese kleine Plattform nicht gesehen oder habe nicht gedacht, dass man so weit springen kann. Ey, das war jetzt echt. Gerade angenehmer Sound. Ich weiß nicht, wie laut das für euch ist, aber für mich, das ist ein bisschen unangenehm. Und natürlich weiß ich wieder nicht, wohin. Das sieht doch gut aus.
Das sind mal vernünftige Wege nach oben. Na, und kaum habe ich es gesagt, ist hier schon wieder Ende. Jetzt ist auch dieser komische Motoren-Sound weg. Das ist gut. Birth, Kindergarten, School, Army, Institute, Factory, Death. Ja. Hello, Kinfolk. Ja. Ja. Also das gesamte Spiel ist eigentlich Kapitalismuskritik. Ah, warte mal, hier ist ja wieder so ein Bett. Nee, aber ich spring nicht auf das Bett. Nee. Das können die Speedrunner machen. Was? Ich kann wieder nicht bis dahin springen. Ich meine, so langsam sollte man ja ein Gefühl dafür haben, wie weit der springen kann, aber habe ich einfach null. Ah, okay, jetzt sind wir in der U-Bahn. Das ergibt Sinn. Downtown. Warte mal, man konnte sich irgendwie hinhocken. Oh. Oh, ist doch wunderschön. Okay, kommen wir hier wieder raus. Oh, Luftballons. Ach, guck mal. Wie hieß der Film noch? Oben. Ich weiß jetzt gerade schon wieder nicht mehr weiter. Vielleicht hier? Ach, guck mal. Da? Ah, ja, okay. Boah, hier ist ja auch einigermaßen angenehm, weil wenn man hier runterfällt, also zumindest jetzt hier zum Beispiel innerhalb von diesem Gebäude, dann fällt man nicht so tief. Hier kann man nichts machen. Ich denke mal da. It's a strange feeling. I've never been this far away from home. Na. Er ist eigentlich nicht, also, ja, ist natürlich schon weit von zu Hause entfernt, aber weit eher im Sinne von hoch. Also der kann ja von hier aus sein Haus sehen, wahrscheinlich. Also hier muss ich erstmal gucken, wie sich dieses Gitter überhaupt verhält. Kann man da drauf laufen? Fällt man da durch? Kann da ganz normal drauf laufen.
Da weiß ich immer nicht so, ja, hält er sich jetzt noch fest oder nicht? Und dann so im letzten Moment, guck mal, da hätte man auch wieder das Bett benutzen können. Das Bett ist ja so eine Art Trampolin. Was stand da gerade? We are always watching you, okay? Ich gehe erstmal die Treppen so hoch, wie es geht. Only up halt. Ach, guck mal, wie. Also das. Obwohl das ja eigentlich hier alles Baustelle ist und so und alles wild zusammengewürfelt. Ich finde, das sieht richtig sch irgendwie schön aus. So mit diesem Ausblick. Das ist irgendwie gut gemacht. Ich weiß nicht, mir gefällt das. Jump! So, jetzt weiß ich nur leider nicht, wie es weitergeht. Auf den. Hä? Ah, warte mal. Da hinten sehe ich was. Ich glaube, ich bin zu hoch. Mal guck mal. Da unten kann man nämlich auf dieses. Ja, ich glaube, ich muss. Ich glaube, ich muss da runter. So. Ach nee. Hier lang. What a person really needs is not a state of peace, but the striving and fighting for some worthy goal. Boah, das ist jetzt wieder böse gemacht hier. Man fällt dann da runter zu diesem Friedhof. Ja, glaube ich jetzt einfach mal auf gut Glück, habe ich mir gedacht, irgendwo wird er sich schon festhalten. Das machen wir jetzt hier auch. So, ist doch einfacher als da diese Bröckelsteine. Und ich denke mal, das zieht uns jetzt nach oben. Ah, ne, zur Seite. Okay. So, aber das habe ich mir schon gedacht, dass sich das bewegt. Nein, nein. Was mache ich hier? Komm hier nicht hoch. Komm hier nicht hoch. Was ist hier los? Was ist hier los? Muss ich jetzt hier rum? Du immer. Ja. Oh Gott, musst du da irgendwie so komisch rumfrickeln? Gucken wir mal, ob er. Ja, das ist doch einfacher. Dann kann man von hier aus hoffentlich. Nein! Nein! Ich hab irgendwie zu spät springen gedrückt. Oder gar nicht, oder?
mal, wir sind sogar hinter dem Friedhof wieder gelandet. Wir alles schon gesehen hier. Na, das war hier rum. Ah, hier müssen wir mit Anlauf. So, jetzt aber. Sehr gut. Einmal die U-Bahn entlang. Kennen wir alles schon. Haben wir alles schon. Hatten wir alles schon hier. So, warte mal. Rücken. Zack. Oh, da stand gerade was auf Japanisch. Ach, gucke mal. Gar nicht gesehen, dass hier zwei Wege sind. Wir sind letztes Mal, glaube ich, einfach diesen Weg gegangen. Ja, wir gehen mal wieder diesen Weg. Der da sieht für mich nicht so vielversprechend aus. Wie komme ich denn da hoch? Was wäre das? Ach, hier. Ah, ich sage, das macht einen schon. Also, auf der einen Seite denkt man sich so, ja, warum spiele ich das überhaupt? Auf der anderen Seite denke ich mir, ich will jetzt aber auch da oben ankommen. Oh, bin gegen das Seil gehüpft. Egal. Das ganze Baustellending hier nochmal. Was ist das? Immer dieses Hängen. Ich weiß dann immer nicht, hängt er sich noch dran oder nicht? Bleibt immer kurz mein Herz stehen. So. Hier waren wir eigentlich zu hoch letztes Mal. Ich weiß nicht, ob das besser ist, wenn man... Also es hat eigentlich... Oh, habe ich gar nicht gesehen, dass da ein Crash-Test-Dummy steht. Ja, wir müssen nämlich... Nämlich eigentlich nur darunter. Ja. So. Okay. Boah, jetzt sind wir diese Klötze hier. Wir machen das wieder wie vorhin. An irgendeinem Klotz wird er sich schon festhalten. Ja. Jetzt springen wir einfach darüber. So. Ja, warum geht das nicht? Ach, jetzt. Klemmt er da irgendwie? So.
Soweit waren wir schon. So, jetzt bitte nicht wieder runterfallen. Das wäre wunderschön. Ja, hier ist wieder das Problem, dass man hier irgendwie so komisch rum muss. So, und hier habe ich mich, glaube ich, einfach extrem dusselig angestellt. Ich wollte hier drüber springen und bin nicht gesprungen, irgendwie. Okay, vielleicht ist es doch besser, wenn wir einfach hier. Ja, okay, das war vielleicht einfach ein bisschen sicherer. So. Sehr gut. Sehr gut. Evergreen. Geht doch gar nicht. Oh, wahrscheinlich mehr so, ne? Ja. Okay. Oh, was soll das? Ist der von? Ich sehe nichts. Ich würde sagen, das reicht bis hierhin. So, Spiel ist vorbei. Keine Lust mehr. Oh, Mann, oh. Das kann doch nicht sein. Ich sagte, also wenn ich jetzt hier runterfalle, ne, dann ist vorbei. Das mache ich nicht nochmal. Ja, ist ein Alien-Gesicht oder so. Ein bisschen Meister Yoda-mäßig. Hi. Ja. Ach, guck mal, wir müssen auf das blaue Dixie-Häuschen da. Dixie-Klo. Wow! Okay. Okay. Immer so auch so kleine Fallen eingebaut. Konnte ich die Treppe einfach hochgehen? Nee. Man musste schon springen. Sonst sind wir da runtergefallen. Vermute mal hier hoch. Hier auf die Satellitenschüssel. Oh, das ist wieder so. Keep out. Das habe ich schon öfter gelesen jetzt hier. Okay.
Ich frage mich echt, wie hoch das noch geht. Boah, ich muss jetzt auf das drehende Ding und von da aus sofort zu dem Peep-Out. Nein! Nein! Komm, wir müssen auf den... Wir müssen... Nein! Nein! Okay, ich würde sagen, wir fallen jetzt bis nach ganz unten und das war's für heute. Ja. It's hard to choose the right path, but ja. Don't be afraid. You can always. Gut. Nee, aber das ja, war schön gewesen. War noch mal nee, heute nicht. Das war zu viel. Das war echt. Oh Mann. Ach, wie ärgerlich, ey. Aber gut, ich finde, für meinen ersten Versuch bin ich ganz schön hochgekommen.